Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, letztes Mal sind wir stehen geblieben mit dem vollen Anhänger hier und Holz. Und wir wussten nicht, wo ist der Trigger. Tigerfarm ist jetzt mal hier über die Fläche gefahren und ich habe immer wieder mit dem Kollegen da drüben gesprochen. Und hier wurde dann das Holz ungefähr verkauft. Bei dem Holzstapel. Genau, ich habe jetzt mal hier ein paar kleine Stämmchen außen rum gelegt, so wie ich denke, wo der Trigger ist. Jetzt rede ich mit dem Kollegen nochmal. Servus. Da müsst ihr einfach ranlaufen und dann erscheint oben links eben das R. Und dann drücke ich mal drauf und dann gucken wir, was noch liegen bleibt. So, also wie ihr seht, das ist die Area, wo drin verkauft wird. Dann lege ich den jetzt mal weiter rein. Das ist zu weit, so weit wollte ich nicht. Andere Frage ist jetzt, welches Ding nehme ich zum Unkraut spritzen? Kostet alle nicht so viel. Du mietest. Achso, willst du gleich kaufen? Nee, mieten. Oder sollen wir. Wenn wir kaufen wollen, dann würde ich die Hardy kaufen. Die Mega 2200. Wenn wir kaufen wollen. Wär schon eine Investition, ne? Haben wir eine Sämaschine? Also was fehlt uns denn? Moment. Sämaschine fehlt. Von dem her würde ich sie jetzt erstmal nur mieten. Mieten? Ja. Okay. Wobei wir halt auch im Moment noch immer noch drei Traktoren haben, auch wenn der Racex nicht da ist, aber das ist ja egal, vielleicht kommt er wieder. So, jetzt tue ich nochmal hier verkaufen. Ja, dann hole ich die Navigator 6000 Größe zum Mieten. Okay. Ja, kannst du machen. 6000 Liter Tank. Kostet auch nicht viel. Aber kannst du auch die Hardy, hättest auch die Hardy mieten können. Ja. Okay. Also der Trigger ist schon ein bisschen näher am Holzstapel und nicht ganz so breit wie der Holzstapel. Von dem her, ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen weiterhelfen. Weil für mich war das immer ein Rätsel. So. Wir dachten, in der vorherigen Version, es gibt keinen Trigger. Ja, genau. Deshalb hatten wir hier rechts einen Trigger platziert. Aber jetzt haben wir es rausgefunden, jetzt sind wir ein bisschen schlauer. So. Oha. Er hat Knicklenkung, die Spritze so ein bisschen. Ah, ja, das stimmt. Ja gut, die Anhängerkupplung hängt im Reifen vom Traktor. Die Anhängerkupplung? Ja, jetzt nicht mehr. Kann durch die Kurve. Ach so, in der Kurve, ja, das kann sein. Ich hoffe, dass es bei mir nicht zu sehr ruckelt. Ich habe nämlich nebenbei noch was am Rändern. Wie immer. Ja, irgendwie. Kaum Zeit, muss man alles in den Tag reinpacken. Dann läuft halt manche Sache doppelt. Ja, das ist nur, wenn gelenkt wird. Oder eine scharfe Kurve sollten. Ja. Da hat der Reifen keine Kollision. Mhm. So, oh, hier wurde schon alles gemäht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das war der Jürgen letztes Mal, ne? Der Racex. Ja. Das ist bei mir nur noch der Jürgen. Schon krass, was so ein RP-Projekt anrichtet. Wenn ihr Bock habt, reinschauen. Ins RP. 16 Uhr. Montag bis Freitag, 16 Uhr, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Pflegeprüfung aufziehen muss. Denke schon. Ja, muss ich. Kacke. Hätte ich auch im Shop machen können. Naja, nun ist zu spät. Pflanzenschutz hast du eingepackt? Ja, habe ich. Habe ich schon gekauft und ist auch voll. Und dann ist gut. Ich mache gerade mal hier noch ein bisschen Holz in Anhänger. Dass wir hier vorwärts kommen. So. Ich habe das Gefühl, die Stiele sind ein bisschen aggressiver als Kettensäge. Ja, Gefühl. Ach, Alter, Leggy, danke.
wegen ihren Kackrändern. Weg auch bei mir. Möglich. Ja, weil du den. Weil das ein lokaler Host ist, oder? Ja. Wird natürlich auch nicht schneller fertig, wenn wir hier gleichzeitig noch zocken. Nee. Das ist ja definitiv nicht. Also aber wir mussten jetzt aufnehmen, weil nachher so will ich eigentlich auch noch streamen. Darum mussten wir jetzt laufen jetzt eben ein paar Sachen parallel. Hoffentlich geht das ja heute. Ja, das wäre schön. Also wenn ihr das seht, dann war der Stream Dienstag. Also vor wie vielen Tagen? Zwei. Nein, gestern. Oder so. Irgendwie so. Gestern, also von Aufnahmetermin, gestern hat es nicht so geklappt. Wie, nee, was geklappt? Mit dem Stream. Bei dir. Nee, dann vorgestern. Also wenn die Folge rauskommt, vorgestern. Ich habe ja extra gesagt von der Aufnahme her. Also wo wir aufnehmen. Bist gleich gestresst, kann das sein? Nö, so. Bist immer so schnell laut. So schnell laut? Ja. Ich muss mir das gewöhnen, lauter zu sprechen, deswegen. Ja, aber aggressiv laut. Wieso aggressiv laut? Ja, ich hab gesagt. Nee. Doch. Wenn das die Zuschauer auch so sehen, dann schreibt es mal bitte unten rein. Dann kriegt er nicht nur von mir die Rückmeldung. Na, guck die Kommentare eh nicht durch. Ja, aber ich werde es dir dann beim nächsten Mal sagen. Musst du einblenden, wenn das so stimmt. Kann ich auch machen. Aber damit kriegst du es ja immer noch nicht gesagt, wenn du die Folgen nicht schaust. Vielen Dank übrigens für die nicht vorhandene Unterstützung so und so weit. Ich muss auch noch andere Sachen machen. Ich glaube, das Premium-Supporter-Rang, der wackelt. Dann wackelt der halt. Oh Gott, liegt hier noch ein Haufen rum, hey. Eigentlich sollte das GPS die Standardbreite hinkriegen, aber es stimmt nicht. Ey, heute Abend habe ich Muskelkater, wenn ich hier fertig bin. Warum? Ja, weißt du, wie viele Bäume ich hier durch die Gegend trage? Es ist LS. Trotzdem habe ich Muskelkater. Das mag sein. Aber nicht von LS19 Bäume fällen und tragen. Vielleicht habe ich ja Muskelkater im Zeigefinger. Ah. Immer widersprechen, der Typ. Klar. Das habe ich übrigens gehört. Nee, was? Ja, hey, was? Ups. Ja, hups. Wolltest du gar nicht, ne? Was? Ja, da haben wir es schon wieder. Ich bin ja ein Bäumchen verladen. Jetzt lass mich doch mal mit dem Bäumchen ein bisschen reden. Ja, mach. Ich weiß, ich spritze, ja? Ich hab nichts mit deinem Bäumchen zu tun. Jo, mach doch. Ich kann's auch lassen. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Er ist einfach ein bisschen zickig geworden, der Tigerfang. Und ja, ich weiß, dass er das gehört hat. Aber genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Früher war ja, mag sein, weil ich heute nicht so einen ganz tollen Tag hatte. Früher war mal ein bisschen. Ne, das geht schon ein paar Folgen so, muss ich dir wirklich sagen. Ich? Hm. Merke ich gar nicht selber. Bin mir nicht sicher. Hättest du mir mal früher sagen müssen.
Bin nicht sicher, ob das an dem Prank lag. Hm. Erinnere mich bloß nicht daran, dann kommen mir schon wieder diese Gedanken hoch. Sorry, zu spät. Welches Feld machst du zuerst? 4. Okay. Wie das ist. Nee, sehe ich ja nicht. Ich bin am Holz auftürmen. Tempomat, danke, funktioniere. Sehr nett von dir. Ja, mach halt auch an. Aber keine Sorge, Varuna, ich werde dich nicht zurückpranken. Och, wie gesagt, da hätte ich kein Problem damit, wenn er gut gemacht ist. Ich prank dich nicht. Ich will ja nicht meinen Premium-Supporter verlieren. Das wäre aber dann, keine Ahnung. Das wäre in keiner Relation, dann zu sagen, ich nehme dir den Rang weg. Also Kindergarten kannst du woanders, aber nicht bei mir. Ja, ich weiß. Man muss es einfach in Relation sehen. Also wenn das ein gut gemachter Prank ist, dann ist es auch cool. Aber ich werde dich trotzdem nicht pranken. Du bist mir ein zu guter YouTuber dafür. Oh, vielen Dank für die Blumen. Twitcher, Streamer. Wie auch immer. Auf jeden Fall ein Wort. So. Gut, dann habe ich den Anhänger hier gleich voll. Beziehungsweise mehr als voll. Eigentlich. Ah, jetzt ist auch endlich mal die richtige Breite eingestellt. Haben wir eigentlich einen Ladewagen? Ladewagen? Mhm. Ich muss mal schauen. Nein. Okay. Da muss man nämlich überlegen, wie man das Gras hier wegkriegen. Beinpresse. Haben wir davon eine? Nein. Okay. Wird's schwer. Ja, ich weiß. Oder wir machen kein Stroh. Obwohl für die Kühe, ne? Ja, wir brauchen Heu und hier liegt ja schon Gras. Das müsste ich gleich dann mal heute oder morgen schwaden. So, jetzt bringe ich erst noch die Ladung Holz weg. Oder gestern. Na, in der Folge ist heute und morgen wäre in der Folge morgen. Ja. Also im RP, da ist morgen nach dem Schlafen. Wie macht man dieses GPS aus? GPS, das... Alt-X. Alt-X. Also du meinst, du die Linien ausmachen? Ja. Ich weiß nicht. Guck mal, Steuerung ist. Ich weiß es gar nicht genau, weil ich das anders belegt habe. Oh. Stopp. Ja, Steuerung S, da kam irgendwas. Da kam ein Fenster und da steht. Zeige Linien. Genau, das muss auch ausmachen. Sehr schön. Gut. Video. Vielen Dank. Bitte. Gut, Holz weg, dann vielleicht Ladewagen her. Ja. Oder? Was würden wir denn für einen nehmen? Den Bergmann würde ich mal so. Dafür haben wir kein Geld. Oder wir mieten halt wieder. Ja, oder so. Also mit dem ersten Feld bin ich fertig mit Putzen. Och nee, jetzt habe ich da auch noch ein Hölzchen verloren. Komm her. So, dann gucke ich mal, was da. Servus. Ja, 10.000. Na, das muss man aber dazu sagen, das ist relativ viel für so kleine Stückchen. Genau. Also, und es waren nicht viele Bäume. Es waren, glaube ich, 3 Bäume oder so. Oder 4. Von dem her passt der Preis schon. So.
Aber was haben wir jetzt noch? Ja, wir brauchen einen Ladewagen. Irgendwas, um das Gras aufzusammeln. Da müssten wir. Ich würde. Der kleine Strautmann. Ja. Ein bisschen zu Kapazität haben, würde ich in den Bergmann nehmen. Was machen wir mit dem restlichen Gras? Einlagern, Heu, oder? Ja, Heu. Wofür brauchst du ein Gras eigentlich? Ja, eigentlich schon für Heu. Ach ja. Wir könnten auch überlegen, ob wir direkt schon ein bisschen Grassilage machen. Das würde ich sogar machen. Dann gucke ich mal, wie viel Heu da rauskommt, wie viel Gras da rauskommt. Mhm. Und dann entscheidet man. Ist eigentlich zweimal schon gedüngt? Ja, gell? Sollte, ja. Das hat man, glaube ich, gemacht. Oh, glaub, musst du mal auf Klo. So, dann fahre ich mal gerade mit dem Johnny hier zum Händler. Der war ja noch gar nicht fertig mit dem Mähen. Ja, dann hole ich halt doch einen größeren Ladewagen. Dass wir nicht so oft hin und her fahren müssen. Was soll ich erst voll? Ich mähe erst voll. Ich bin da wieder. Baby. Oh, GPS ist schon geil. Dann gerade Bahn, man kann mal kann schön wechseln. So, ich würde sagen, wir mähen erst voll hier den Feldrand. Und dann mache ich danach, holen wir uns einen Ladewagen auf Miete. Einen größeren. Auf Miete. Okay. Ja, und dann kriegt man auch was weggeschafft. Sonst ja, dann würde ich auf Miete den großen Shitmaker. Ja. Also wir holen uns dann auf jeden Fall auch einen Schwader. Den kaufen wir aber. Oder? Oder haben wir schon einen? Nein, ich glaube nicht. Ja, das müssen wir gucken. Also wie es Geld halt hinhaut. Klar, ein Schwader kostet nicht so viel, Minimum den 2 Kreisel. Also 30.000. Wenn das der ja. Preis ist, dann ja. Ja, ich bin, weiß ich zufällig. Weil dann können wir hier auch gut abfahren. Sonst fahren wir uns hier zu Tode mit einem Ladewagen, um ja. Jede Bahn einzeln aufzusammeln. Ja. Gut, aber das seht ihr dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles, wie immer. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Tschüss.